Herzlich willkommen zum Zimmerduell, heute Europapokal-Ausgabe. Marco Bode und Rune Bratzett. Moin. Wer von Moin. Euch brauchte denn damals länger im Bad? Beide kurz. Das denke ich auch. So. Richtige Antwort. Ja. Wer war denn der größere Morgenmuffel? Ja. Nächster Punkt. Ich wusste, wir sind rekordverdächtig. Wir lieben die Wahrheit. Ich sitze nur da mal. Ja, das war ja der Plan, oder? Ja. Na, mal schauen. Wer bestimmte denn abends das Fernsehprogramm und war der Herr über die Fernbedienung? Korrekt? Korrekt. Ja. Ich wusste. Gab es da schon Absprachen beim Frühstück? Im Zweifel will Rühne immer Chef sein. Ne? Und das ist okay. Ich war der Kapitän. Ich muss jetzt mal checken, ob Rühne denn auch den Tischtennis den Arm bewegen kann. Ich bin eingeschlafen. Wer hat denn mehr geredet? Richtig. Okay. Das war ja eine Vorlage, ne? Okay, wer hat mehr gelacht? Da. Gelacht haben wir beide. Übereinander. Ist der nächste Punkt. Ah, okay, sehr gut, sehr gut. Boah, ist das langweilig, ja? So einfach. Jetzt kommt was Kniffliges. Wer hat seiner Frau häufiger Blumen mitgebracht? Hast du Täubchen Blumen mitgebracht? Also ich habe das, ich glaube. Richtig. Ja. Punkt für Kerschi. Einmal und kein Mal. Hast du recht. 1-0. Wer hatte denn damals den besseren Musikgeschmack? Damals, aus heutiger Sicht. Kein Punkt. Was? Rühne, du bist doch so ein Musikfreak. Ja, aber ich dachte, du bist auch ja, ziemlich. Aber ich habe die Pokes gehört. Ja, das weiß ich. Deswegen habe ich aus heute. Ah, gut. Ja, unterschiedliche. Ja, kleiner Fehler. Ich habe das so gemacht. So. Ach so, okay. Ich habe dich genommen. Wer kann oder konnte die besseren Witze erzählen? Richtige Antwort. Hast du einen Witz parat? Ein Witz, einen ganz kurzen. Kann auch lang sein. Wir haben ja mir fällt nur ein, Sendezeit. Gerade ein Kinderwitz ein. Wie macht eine Schnecke, die auf einer Schildkröte sitzt? Hui! Verstehst du? Ich bin geneigt, die Frage wiederholen zu lassen. Oder kennt ihr den? Ein Student, ein Priester und Mario Basler fliegen in einem Flugzeug. Kennt ihr den? Nein. Und oben in der Luft, in der kleinen Maschine, sagt der Pilot, wir haben große Probleme, wir werden gleich abstürzen. Ich habe Familie, Kinder zu Hause, ne? Ich habe nur 3 Fallschirme, ich bin jetzt weg. Ne? Springt ab, sagt Mario Basler steht auf und sagt, Leute, ich bin der beste Fußballer der Welt, ich muss überleben. Schnappt sich einen Teil und springt los. Ne? Sagt der Priester zum Studenten, mein Sohn, nimm du den letzten Fallschirm, ich habe einen guten Draht nach oben, mir wird der liebe Gott schon helfen. Da sagt der Student, Vater, überhaupt kein Problem, der beste Fußballer der Welt ist gerade mit meinem Rucksack abgesprungen. Wer redet am meisten? Also jetzt reicht es. 2 Witze ist
Das ist genügend. Norweger haben auch keinen Humor. Werden wir mal sportlich. Wer war denn der bessere Spieler auf dem Platz? Verteidiger, Stürmer, also. Kein Punkt. Was hast du da behauptet? Oder hast du gesagt, ich war besser? Ja, natürlich. Ach so. Ah. Was denkst du denn? Ja, ich war 50-50. Eine kleine Insiderfrage. Wer wurde denn häufiger von Otto Rehhagel entlassen? Aufgrund von schlechten Spielen. Eigentlich 0-0, würde ich sagen. Oh. Punkt für euch. Wobei Rühne einmal beim Training entlassen wurde. Ja, das ist, da hat ihn Otto gefragt, Rühne trabte da so ein bisschen rum. Rühne, haben Sie keine Lust heute? Und da Rühne immer die Wahrheit gesagt hat, hat er gesagt, nein. Dann gehen Sie rein. Ist er reingegangen. Das war die einzige Entlassung, an die ich mich erinnern kann. Haben Sie eigentlich keine Lust? Nein. Ciao. Und ich wurde auch nach Hause geschickt. Ja? Nachdem ich Gunnar Sauer richtig, weil Otto hat so schlecht gepfiffen. Ja. Und Gunnar musste dafür leiden. Ja. Ich habe ihn richtig fertig gemacht und Otto, geh rein. Dann bin ich wieder reingegangen. Das war das zweite Mal. Hätten wir doch dich nehmen müssen. Ja. Aber Thorsten Legert hat ihn ja dann auch gesagt, er muss mal etwas optimistisch pfeifen, ne? Das stimmt. Das war mein Sprinttraining, ne? Nein, war ich nicht. Nee, das stimmt. Ja, ich weiß noch. Er hat einen Foul gepfiffen. Alle und Thorsten hat sich aufgeregt. Trainer, Sie müssen ein bisschen optimistisch pfeifen. Und dann sind wir alle vor Lachen umgefallen. Wir lagen auf dem Boden. Nach 10 Minuten haben gelacht. Das war unglaublich. Er hat so optimistisch gepfiffen. Ja. Europapokalfinale 92 in Lissabon. Wer konnte denn vor dem Finale besser schlafen? Kein Punkt. Du hast doch immer geschlafen. Normalerweise kein Problem. Aber du auch. Nein, ich schlafe ja nie gut. Ach so, ja. Das stimmt. Du frisst ja nachts. Genau, ich stehe auf, esse. Ja. Ja. Milch trinken, Spiel Schach. Laufe ums Haus. Ja. Erst muss ich uns zusammenreißen. Das läuft nicht mehr so rum. Ja. Wer hat denn den Titel ausgiebiger gefeiert? Wer war länger wach? Ja, Rühne feiert ja auf eine stille Art und ich eigentlich auch. Ja. Also, das ist richtig, aber. Aber okay. Punkt für euch. Ja. Gerade noch gerettet. Und die war so knapp? Das war schon ziemlich knapp. Und die abschließende Frage und der Wunsch aller Werder-Fans: Wer von euch war denn damals der Boss? Wer hat das Sagen gehabt? Noch ein Punkt. Rühne ist 8 Jahre älter und Kapitän. Also. Glückwunsch, damit eindeutig erster Platz. Super, danke euch. Jawohl.